schön, wenn man einen Garten hat und es sich dort gemütlich machen kann. Da kann man Gemüsebeete pflanzen oder schöne Blumen oder Obst. Ja, und dann kommen irgendwann die Tierchen. Die erfreuen sich da auch, ob es der Maulwurf ist oder Marder oder andere. Ja, Hunde, Tiere, zum Beispiel auch Katzen, Mäuse, egal was. Und die machen sich dann über ihr Hab und Gut im Garten. Ja, drüber fallen sie hinweg. Und das muss ja nicht sein, denn wir haben uns ja viel Mühe gegeben. Da steckt viel Kraft und Schweiß dahinter. Aber wie wir diesen Tierchen sagen können, du hast hier nichts verloren, das verrät uns heute Ralf. Ja, und das geht so einfach mit einem Ultraschall-Tierschreck. Ja, Anna hat vorhin scherzhaft zu mir gesagt, da kannst du doch im Garten stehen, dann erschrecken die Tiere auch. Hat sie recht, aber ich möchte nicht Tag und Nacht im Garten stehen. Ja. Aber hier haben wir etwas, was Tag und Nacht im Garten steht. Und wenn sie das wollen, sich sogar selber auflädt, da kommen wir gleich nachher noch dazu, also ein Solarpanel. Man kann das wahlweise aber auch, gerade wenn man es irgendwo in einer dunklen Ecke hat zum Beispiel, mit Batterien direkt betreiben. Und was passiert? Hier, das hier ist ein Bewegungssensor, ein PIR-Sensor. Das heißt hier mit einer Reichweite von 10 Metern, wenn sich ein Tier auf 10 Meter diesem Gerät nähert, dann kommt über diese beiden Lautsprecher ein Hochfrequenzton. Und zwar mit 25 Kilohertz. Für uns Menschen nicht hörbar, aber für Tiere unerträglich. Das heißt, die gehen dann einfach zum Nachbarn, die sagen, nee, 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 das tue ich mir nicht an. Ich vergleiche das immer gern mit dem, das kennen wir alle noch aus der Schule früher, das Kreidezeichen. Ja, wenn die Kreide mal so, oh, da hast du gedacht, nee, jetzt raus hier. Jetzt musst du mal vorstellen, immer wiederkehrend kommt so ein Ton. Dann verlässt du den Saal freiwillig. Ja. Und genauso machen es Tiere. Jetzt hast du Beete angesprochen, natürlich. Jetzt haben sie mühevoll Salatbeete hier angepflanzt. Dann kommen die Hasen nachts und fressen alles weg. Oder die Vögel picken ihr Saatgut auf. Oder auch Nachbars Katze, die immer in den, ja, in den Sandkasten hier macht, den als Katzenklo missbraucht. Auch da stellt man das einfach auf. Stellt es an und sobald jetzt ein Tier in die Nähe, also 10 Meter kommt, dann geht dieser Ultraschallton mit 25 Kilohertz los und dann werden die vertrieben. Also für mich eigentlich perfekt hier. Sie sehen auch die Höhe. Ich habe hier zwei Stützteile. Ich kann die auch flexibler machen. Ich könnte es auch in diese Höhe machen. Ein Erdspieß ist mit dabei, dann einfach ins Gras, natürlich zum praktisch Grundstückausgang stellen. Mhm. Also die Laufrichtung, die normalerweise Tiere, die von draußen kommen, einnehmen, in diese Richtung aufstellen und dann ohne den Tieren zu schaden, werden sie eben vertrieben. Also wir wollen ja alle nicht den Hasen, den Rehen, den Katzen, den Hunden was Böses oder auch den Vögeln, sondern wir möchten sie einfach nicht in unserem Beet oder in unserem Sandkasten haben und das kann man auch verstehen. Und hier einmal aufgestellt und sobald jemand in die Nähe kommt, funktioniert es. Wenn ich jetzt eine größere Fläche habe, kann ich auch mehrere aufstellen? Du kannst mehrere aufstellen, aber hier haben wir eine Flächenabdeckung hier nach vorne von 60 Quadratmetern. Oh ja, also das ist schon mal riesengroß für unsere Terrasse, würde das jetzt reichen, hier aufgestellt. Und Sie sehen, ich habe es vorne auch gerade mal hier ganz einfach ins Erdreich hinein. Mit dem Erdspieß keine Probleme. Ja, und man hat überhaupt keine Installation. Also Batterien oder Akku rein, je nachdem, ob es in der Sonne oder im Schatten oder im Dunkeln steht. Und dann kann man hiermit eben Tiere vertreiben. Auch wichtig, wenn man zum Beispiel einen Carport hat. Carport, Marder, das ist so ein Stichwort. Auch hier der Hochfrequenzton vertreibt auch Marder, sobald sie sich in die Nähe begeben. Mülleimerhäuschen ist auch sowas. Da kommen gern mal Mäuse oder gar Ratten. Ja, auch die kann man hiermit vertreiben. Also Sie sehen, vielschichtig einsetzbar. Ob Sie jetzt mit Solar betreiben oder mit Batterie, hängt natürlich davon ab, wo Sie es installieren. So wie Sie es jetzt haben, ganz einfach Batterien, Doppel-A-Batterien reinmachen. Da unten ist ein Batteriefach da hinten. Da kommen die rein und schon ist es installiert. Und die müssten, je nach Auslösung natürlich, ein halbes Jahr ungefähr halten. Ja, dann muss ich die Batterien wieder tauschen. Ist natürlich für 16 Euro toll, dann kann man es auch erstmal ausprobieren. Ne? Es gibt ja heutzutage so viele Sachen, wie man die Tiere bekämpfen kann. Aber wir wollen das natürlich, wir wollen den Tieren ja nicht zuleide fügen. Wir wollen einfach nur auf sanfte Art und Weise sagen, geh zum Nachbarn, geh auf ein anderes Grundstück, aber nicht mit mir. Und für 16 Euro, probieren Sie es doch mal aus, ein absoluter Mehrwert. NC5863 und die 5600 ist die Bestellnummer, zumal, wenn man wirklich Blumen gepflanzt hat, ist ja nicht nur ärgerlich, die haben ja auch viel gekostet. Ne? Da steckt ja Schweiß und Mühe und viel Geld dahinter. Und das ist eben toll, dass man hier Tiere jeglicher Art verjagen kann. Du hast uns allerdings noch einen zweiten Ultraschall-Solar-Tierschreck mitgebracht. Ja, das ist jetzt noch ein bisschen genauer, weil je nach
Ultraschall, also je nach Frequenz kann man verschiedene Tiergruppen eben verscheuchen. Und hier haben wir 5 Frequenzstufen, die fangen an bei 13.500 Hertz, kann ich dann hochdrehen bis zu 42.000 Hertz. Also wirklich im Ultra, sind wir schon fast im Ultraschallbereich. Und wir haben zusätzlich, das sehen wir da oben noch, wie ein Stroboskop, ein Blitzlicht. Ah. Also auch wieder ein Bewegungssensor, der reagiert auf 8 Meter, also du hast eine riesen Strecke und sobald das Tier da ist, einmal Blitz, das wird schon viele Tiere erschrecken und dann durch den großen Lautsprecher auch noch natürlich hier der Ultraschall. Also das ist für mich jetzt auch wieder das Premium-Modell. Wenn Sie jetzt sagen, ja, was weiß ich denn, welche Tiere auf welche Frequenz anspringen bzw. die abschreckend wirkt, da ist eine Tabelle dabei, da kann man das genau ablesen, Vögel, Hunde, Katzen, dann natürlich die anderen Nager, ob das Hasen sind, ob das Mäuse sind, ob das Ratten sind, ob es Marder sind, die kann ich damit vertreiben und zwar auch wieder großflächig bis zu 70 Quadratmeter und das Blitzlicht, das ist wirklich nochmal unterstützend, weil viele Tiere scheuen das Licht und Blitzlicht, Blitzlicht können sie gar nicht einordnen und dann gehen sie ganz schnell wieder weg. Also auch wenn sie Waschbären haben, ich weiß, wenn bei mir zum Beispiel, das weiß ich jetzt nicht von einem Tierschreck, sondern ganz einfach, wenn irgendwo ein Licht angeht, sind die schneller weg, als du schauen kannst. Ja. Und das haben wir hier natürlich auch. Also für mich perfekt. Auch hier haben Sie die Wahl, entweder per Solar betrieben, dann müssen Sie noch Akkus dazu kaufen, kommen wir gleich dazu, oder ganz einfach per Batterien. Doppel-A-Batterien kann man genauso einlegen und funktioniert auf beiden, egal für was Sie sich entscheiden, immer gleich und vor allem sehr, sehr zuverlässig mit 28,49 Euro. Könnte man übrigens auch mal auf dem Dachboden aufstellen, dann natürlich Batteriebetrieb, weil da zu wenig Sonnenlicht hinkommt, ja, aber dann kannst du das auch einfach mit dem Kabelbinder festmachen und auch mal vom Dachboden die kleinen Nager vertreiben. Ja, und für eine Fläche von bis zu 70 Quadratmeter ist es auch ordentlich. Und wie gesagt, gerade Vögel oder die Waschbären, die du angesprochen hast, Maulwürfe und Hunde, das sind ja echt süße Tiere. Aber da kann man wirklich verrückt werden. Und du siehst die ja meistens nicht, ne? Die sind ja clever und intelligent. Die kommen ja wirklich nur dann, wenn sie vielleicht bei der Arbeit sind oder nicht zu Hause sind. Und da ist das super ärgerlich, weil man investiert so viel Zeit und Energie und Kraft und Geld da hinein. Und das ist eben das Schöne dieser Ultraschallton, dieser ganz feine Ton, den hören wir Menschen nicht. Und das ist für die Tiere super unangenehm. Deswegen kann ich nur sagen, für 28,49 Euro ein absoluter Mehrwert, gerade weil wir auch hier die gelben Säcke sehen. Das ist ja so der Klassiker, dass dann die Tiere das aufreißen, ja, dann durch den ganzen Garten den Müll schleppen und um irgendwas Fressbares noch zu finden. Also das ist natürlich hier auch eine super Idee, das direkt an die Mülltonne oder ans Mülltonnenhäuschen zu stellen. Das macht Sinn. Du hast uns gesagt, man kann das Ganze, wenn man das in einer dunklen Ecke hat, auch mit Akkus betreiben. Genau, also wenn es per Solar wieder aufgeladen wird, dann nutzen Einwegbatterien natürlich nichts, weil die nicht wieder aufladbar sind. Hier haben wir Akkus, die wieder aufladbar sind. Mit 2700 mAh haben sie auch fast die doppelte Kapazität wie normale Batterien. Das heißt, die halten, da braucht man sich um nichts mehr kümmern. Einfach ein Viererset mitbestellen, dann einlegen, ja, und dann macht den Rest die Sonne. Hier, Power sehen wir hier, Nickel-Metallhydrid, das ist das Kurzzeichen NIMH, also Nickel. Metallhydrid-Akkus, die wirklich sehr lang anhaltend sind. Das heißt, da hast du über Jahre hinweg immer wieder ausreichend Power, um die Geräte zu betreiben. Wie gesagt, entweder per Batterie oder eben per Akku. Und hier sind die kostengünstigen passenden Akkus. Ja, vor allem 4 Stück. Also da können Sie auch gerne mehrfach zugreifen. Akkus kann man immer mal zu Hause haben. PX1607 und die 569 ist die Bestellnummer. Rufen Sie jetzt am besten gleich für unseren Tierschreck an. Ja, ob Sie nur ein Auto haben, wo Sie wissen, da sind ganz, ganz viele Marder oder vielleicht einen schönen Garten haben, der eben nicht umgewühlt werden soll. Es ist für jeden genau das Richtige. Selbst auf dem Balkon, weil man da Balkonkästen frisch gepflanzt hat, ist auch das super ärgerlich. Und hiermit haben Sie Abhilfe. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass Sie Kinder haben, einen Sandkasten. Und die Nachbarskatze nutzt das immer als Katzenklo. Das gibt es ja auch die Fälle. Ne? Und da haben uns ganz viele Kunden schon geschrieben, dass sie echt dankbar dafür sind, für diesen Tierschreck. Sanft hier die Tiere zu verjagen, das geht, wenn Sie jetzt am rufen 0800 51 51 und 3x4. Diese Hotline ist selbstverständlich für Sie kostenfrei oder Sie bestellen online unter www.pearl.tv.